Gegen Tübingens OB Boris Palmer wird wegen angeblicher Unfallflucht ermittelt. Palmer machte diesen Umstand und einen Brief an das Regierungspräsidium Tübingen von gestern selbst öffentlich. Er habe im September in einer Tübinger Tiefgarage in eine enge Parklücke eingeparkt. Dabei, so der Vorwurf, soll an einem eng daneben abgestellten Wagen eine Beschädigung entstanden sein. Und er soll das nicht gemeldet haben. Palmer gibt an, von dem Schaden, den er verursacht haben soll, nichts bemerkt zu haben. Von den Ermittlungen gegen ihn habe er erst gestern gegen 13.50 Uhr erfahren. Indessen gab das Schwäbische Tagblatt bekannt, dass die Zeitung am Donnerstag anonym auf die Ermittlungen gegen Palmer hingewiesen worden sei. Laut Palmer habe sich die Fahrerin des beschädigten Wagens inzwischen bei ihm gemeldet und betont, sie habe nicht gewollt, dass der Vorfall in den Wahlkampf gezogen werde. Und wir bleiben beim Thema. In 2 Tagen sind in Tübingen OB-Wahlen und die werden mit Hochspannung erwartet. Die klaren Favoriten, der amtierende von Grünen und SPD gestützte OB Boris Palmer und die Fellbacher Baubürgermeisterin Beatrice Soltis, hinter der sich CDU und FDP versammelt haben. Ein Wahlkampf auf der Zielgeraden. Im RTF1-Interview gestern war Beatrice Soltis an der Reihe. Heute sehen Sie das Interview mit Boris Palmer. Der wirft seine Konkurrentin und deren Umfeld vor, statt auf sachliche Auseinandersetzungen zunehmend auf persönliche Angriffe zu setzen. Er gilt nicht nur als einer der wichtigsten politischen Vordenker seiner Grünen Partei. Boris Palmer, 42, hat vor 7 Jahren SPD-Oberbürgermeisterin Ruth Scherer überraschend vom Thron gestoßen. Mit Kampagnen wie Tübingen macht blau hat er die Neckarstadt auch bundesweit in den Fokus gerückt. Wirtschaftlicher Aufschwung, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohnungen, CO2-Abbau, schuldenfrei, neue, teils preisgekrönte Stadtquartiere, Fahrradstadt, aber Autoskepsis und teils schroffe Kargheit. Etiketten für Palmers 8-Jahres-Bilanz. Jetzt also der Wahlkampf auf der Zielgeraden. Wie zufrieden war Palmer mit dem bisherigen Verlauf? Ehrlich gesagt, ich bin mit dem Wahlkampf nicht glücklich. Ich finde, er hat zu wenig inhaltliche Alternativen aufgezeigt. Es gab 2 Kandidaten, die ernsthaft nicht für das Amt des Oberbürgermeisters in Frage kommen. Und von Frau Soltis hätte ich mir mehr erwartet im Sinne von klaren Ansagen und nicht einfach nur das Aufnehmen von Kritik ohne eigener Zielvorstellung und Konzept. Jetzt gibt es ein paar nicht repräsentative Umfragen, muss man dazu sagen. Da liegen Sie nicht vorne. Beschäftigt Sie das? Ja, natürlich beschäftigt es einen, was die Menschen über einen sagen, was sie in Internetumfragen anklicken, und dass in allen 3 Umfragen ich nur den 2. Platz einnehme. Das habe ich sehr interessiert registriert. Deswegen sage ich auch, es kommt darauf an, im ersten Wahlgang wirklich die Person zu wählen, die nachher OB sein soll. Denn sollte ich im ersten Wahlgang nicht vorne liegen, dann kann ich auch im 2. nicht mehr antreten. Als Amtsinhaber ist man dann abgewählt. Welche Themen möchten Sie jetzt nochmal in den Vordergrund rücken? Was ist wichtig? Geht es nur um die Person oder geht es um Programm? Mir geht es eindeutig darum, dass Tübingen sich die letzten 8 Jahre gut entwickelt hat, dass wir einen ökologisch-sozialen Aufschwung in der Stadt miteinander erarbeitet haben, und ich werbe dafür, das weiterzumachen. Ich vermisse auch ganz besonders bei Frau Soltis, dass sie überhaupt etwas zur Ökologie und wirtschaftlicher Entwicklung der Stadt sagt. Davon habe ich in allen Podien nie etwas gehört. Es hört sich fast so an, als ob Geld ja immer da sei, um alle Wünsche, die vorgetragen werden, zu erfüllen. Aber so ist die Welt nicht. Jetzt hat die Frau Soltis auch die Parkplatzprobleme immer wieder thematisiert. Sie sagt, es gibt zu wenige davon. Frau Soltis hat gestern auf dem Kulturpodium gesagt, sie wolle in der Altstadt keine zusätzlichen Parkplätze errichten. Jetzt nehme ich mal an, dass das nicht nur gesagt war, weil dort eher autokritisches Publikum im Saal saß. Dann gibt es keine Unterschiede zwischen uns. Abgesehen davon, dass ich die Brötchentaste nicht für die Lösung der Handelsprobleme in der Altstadt halte. Das kann man aber auch anders lösen als durch eine OB-Wahl. Die Brötchentaste sollte nicht wahlentscheidend sein. Gab es Dinge, die Sie in dem Wahlkampf geärgert haben? Ja, es hat mich schon geärgert, dass manchmal sehr persönlich, wie der Lateiner sagt, ad personam argumentiert wurde und nicht ad res. Das ziehe ich vor. Ich finde, man sollte sich in der Sache offen und ehrlich streiten, auch klar, damit die Unterschiede sichtbar werden für alle. Aber es sollte nicht darum gehen, jemanden persönlich niederzumachen. Und manches war doch von dieser Form. Ich habe einen anderen politischen Stil. Ich schätze das nicht, wenn man versucht, nur Stimmung zu machen. Ich schätze es nicht, wenn man ohne klare inhaltliche Alternativen in Wahlkämpfe geht.
Und ich schätze es auch nicht, wenn man darauf verzichtet, Position zu beziehen, sondern sich drumherum redet. Und aus diesem Grund haben wir schon ein ganz unterschiedliches Verständnis von Politik. Ich finde ganz besonders befremdlich, dass sie Politik als solche schlecht redet und verlangt, Politik gehöre nicht aufs Rathaus. Das sehe ich ganz anders. Das sind Töne, die die Weimarer Republik ganz bitter bezahlt hat. Das sollten wir nicht zulassen. Wenn Sie jetzt nochmal auf Ihre Bilanz erblicken, worauf sind Sie besonders stolz? Ich bin besonders darauf stolz, dass es gelungen ist, in unserer Stadt zu zeigen, dass es machbar ist, die Klimabilanz zu verbessern, den CO2-Ausstoß um 18% zu reduzieren und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Aufschwung, den Tübingen so nie gekannt hat, und Investitionen in die soziale Infrastruktur zu stemmen. Das sogenannte Nachhaltigkeitsdreieck an allen drei Ecken richtig anzupacken, da ist Tübingen deutschlandweit eine Modellkommune und ich möchte das so gerne fortsetzen. Wer gewinnt die Wahl? Da zitiere ich doch am liebsten meinen Vorvorgänger Eugen Schmidt. Er hat mir immer mitgegeben, eine Sau kann man schätzen, eine Wahl nicht. Also warten wir es ab.